dich. Wie kann irgendjemand ohne Quadcopter sein Zimmer aufräumen? Ih, dieses Regal ist dreckig. Es könnte wirklich mal gründlich abgestaubt werden. Hier sieht es super aus. Wer hätte geahnt, dass Putzen so viel Spaß macht? Es muss hier doch noch irgendwas geben, was geputzt werden muss. Hey, das Aquarium sieht aus, als könnte es mal gründlich geschrubbt werden. Mini-Power! Dann mal los. Das wird ewig dauern. Ich kann einfach die Luft nicht lange genug anhalten. Aha, wieder eine brillante Idee. Vielleicht kann ich das U-Boot zu einem Riesenschwamm machen. Ich kann gar nicht erwarten, Laila und Shani zu zeigen, wie sauber es hier jetzt ist. Ich glaube, ich habe noch nie gesehen, dass hier alles so geglänzt hat. Nirgendwo gibt es ein einziges Fleckchen Schmutz. Peaches! Nein! Oh, was mache ich denn jetzt? Niemals kann ich alle diese dreckigen Abdrücke wegputzen, bevor Shani und Laila kommen. Es sei denn... Mini-Power! Das hat schon wieder geklappt. Puh, das ganze Putzen war anstrengend. Sieht aus, als hätte ich noch genug Zeit, um kurz in den Pool zu gehen und mich abzukühlen, bevor Shani und Laila kommen. Mini-Power! Po-Klatscher! Polly, deine Freunde sind da. Ups, dann hole ich besser ein Handtuch. Und zwar schnell. Wir gehen auf Schatzsuche! Juhu! Also genauer gesagt, ist es eine Ringsuche. Lasst uns ausschwärmen, damit wir alles schneller absuchen können. Gute Idee. Shani, ist es in Ordnung für dich, wenn du weiter am Strand suchst? Ja, Captain. Ich werde im Hotel herumgehen. Vielleicht ist der Ring in einem der Zimmer versteckt. Gut, ich suche um das Boot dort drüben herum. Vielleicht ist er darunter. Uns allen viel Glück! Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Oh wow, was für ein schönes Bild. Und es ist eine Meerjungfrau. Oh, der Ring muss in der Nähe sein. Oh, hey, mein Freund. Hast du hier vielleicht einen glänzenden Ring gesehen? Hatte ich auch nicht erwartet. Trotzdem danke. Polly, ich sehe keinen Ring. Hattest du mehr Glück? Ich hatte auch kein Glück. Aber ich habe einen netten Delfin getroffen. Meinst du, Laila hat was entdeckt? Lass uns nachsehen. Hey, Laila, wie ist das Schläfchen? Tut mir leid, Freunde. Ich bin hergekommen, um ein Nickerchen zu machen. Von der ganzen Ringsuche war ich ein bisschen müde. Wir dachten, du hast vielleicht den Ring gefunden. Der einzige Ring, den ich gesehen habe, war in meinem Traum. Vielleicht ist der Ring ja schon gefunden worden. Das würde erklären, warum wir nichts entdecken konnten. Wäre denkbar, dass der Ring schon gefunden wurde. Das Pergament sah ganz schön alt aus. Vielleicht habt ihr recht. Er muss schon von einem berühmten Forscher gefunden worden sein. Und wir haben uns eingebildet, wir könnten die Ersten sein. Hey, aber das ist doch nicht so schlimm. Wir haben immer noch ein tolles Wochenende vor uns, das wir gemeinsam verbringen. In einem der großartigsten Hotels der Welt, richtig? Ja, gut gesagt, Polly. Wie wär's mit einer Runde auf den Jetskis? Dieses Mal hole ich auch meinen Badeanzug und treffe euch später am Strand. Wo ist in diesem Zimmer eigentlich der Schrank? Hm, das muss die Kommode sein. So seltsam.
Girls! Girls! Ich hab ihn gefunden! Layla, du bist die Beste! Was für ein erstaunlicher Fund! Heute ist der beste Tag aller Zeiten! Gib das zurück! Es gehört der Erde! Das wird bei der Raumschiff-Szene großartig aussehen! Wusstet ihr, dass der Film in nur 145 Tagen gemacht wurde? In diesem Block kann man hinter die Kulissen schauen. Hey! Ihr seid die neuen Y-Girls! Seid ihr bereit, mit unserem Film zu starten? Ja, sowas von bereit! Ich freue mich schon! Das wird so viel Spaß machen! Los geht's! Okay, Captain Rocco, lass uns das noch einmal machen. Du hast recht. Ich muss da überzeugender rüberkommen. Ich versuch's nochmal. Und Action! Polly, meinst du, mein Make-up sollte aufgefrischt werden? Layla, du siehst toll aus. Also, Layla, versetz dich in die Figur. Du bist verfolgt worden von... Ja, ja. Die Außerirdischen sind hinter mir her und der Meteorit wird jeden Moment einschlagen. Ich glaube, ich hab's jetzt. Super. Und Action. Das war großartig, Polly. Ich glaube, wir haben jetzt alle wichtigen Szenen des Films. Ja, juhu. Wundervoll. Das Schneiden wird ein paar Tage dauern, aber ich denke, wir könnten uns nächste Woche zur Premiere treffen. Oh ja, bitte. Ich kann es gar nicht abwarten, zu sehen, wie wir alle darin aussehen. 17 Uhr, nächsten Samstag. Bei mir? Ich werde da sein. Ich auch. Willkommen zur Premiere des Films Mini Y-Girls. Woohoo! Ich bin so aufgeregt. Mir gefällt schon die Musik. Shh, der Film hat schon angefangen, Girls. Wie wär's, wenn wir auf die Floaties gehen? Ich will einfach nur chillen. Es gibt nichts Entspannenderes, als im Pool zu treiben, Layla. Viel Spaß! Buh! Polly! Du hast mich erschreckt! Tut mir leid. Wollen wir in den Wasserfall gehen? Du musst dich bestimmt mal abkühlen. Du liegst da schon seit Ewigkeiten. Ich bin einfach super erschöpft, weil ich so hart an dem neuen Design gearbeitet habe. Dir aber viel Spaß. Okay, aber es würde so viel mehr Spaß machen, wenn du mitgehst. So, Layla, jetzt wirst du nicht widerstehen können. Wie wäre es mit einem Abtauchen in diesem luxuriösen Whirlpool? Lieben gern, aber mir gefällt's gerade so gut da, wo ich bin. Layla, ich weiß, dass Wasser dich nervös macht. Aber dazu gibt es wirklich keinen Grund. Ich bin doch hier und werde sicherstellen, dass dir nichts passiert. Ich mochte Wasser noch nie. Sogar eine große Badewanne macht mich schon nervös. Ich weiß, wie schwer es ist, seine Ängste zu besiegen. Aber lass es uns einen Schritt nach dem anderen versuchen. Ich weiß, du wirst es lieben, wenn du dich erstmal daran gewöhnt hast. Ich kann immer darauf zählen, dass du mir hilfst, Polly. Na dann, schnappen wir uns ein Joghurt-Eis und gehen auf die Floaties. Wie geht's dir, Layla? Immer noch ein bisschen nervös, aber dieses Joghurt-Eis macht es viel besser. Ich glaube, du hast den Floatie gemeistert. Jetzt ist es Zeit für den Whirlpool. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es etwas geben könnte, was noch entspannender ist als die Sonnenliege. Aber das hier ist ein Traum. Ich weiß, ich bin kurz vorm Einschlafen. Oh nein, das geht nicht. Wir müssen als nächstes einen Versuch im Wellenbecken machen. Layla, ich bin so müde. Diese Wellen machen mich fertig. Ich gehe an die Tiki-Bar zum Ausruhen. Hast du Lust mitzukommen? Geh schon mal vor. Ich glaube, ich übe noch ein bisschen Schwimmen. Dieser Wasserfall ist super erfrischend. Schön,
sehen, dass es dir gefällt. Juhu! Ups, tut mir leid, Polly. Ich glaube, ich habe meine Angst vor Wasser überwunden. Let's go, let's go!